Steve Wiesel und sein Team erhalten Unterstützung, wenn sie in Lebensgefahr geraten. Viele dieser Situationen sind inszeniert, weil A, uns sonst die Versicherung aufs Dach steigt und B, wir mit einer Kamera aus verschiedenen Perspektiven filmen müssen. Wenn Sie wirklich mal in eine gefährliche Situation kommen sollten, dann rufen Sie bitte das A-Team und verlassen Sie sich nicht auf den Mist, den Sie im Fernsehen gesehen haben. Mein Name ist Steve Wiesel. Ich bin Survival-Experte und zeige Ihnen, wie man an extremen Orten überlebt. Denn das ist Mission Wiesel. Überleben Sie. Folgende Situation kennen wir alle. Wir wollten eigentlich nur kurz im Wald spazieren gehen und dann passiert sowas. Bleibt die Frage, wie ich eine solche Klippe überwinden kann, ohne wie ein prähistorisches Mammut in den Tod zu stürzen. Dafür haben sich Menschen viele clevere Dinge ausgedacht. Die klügste Lösung für ein solches Problem ist es, die Schlucht zu umgehen. Was offensichtlich nicht immer machbar ist. Die andere Möglichkeit ist... Sie suchen sich eine hübsche Brücke. Aber auch das ist gefährlich, denn Brücken werden häufiger gesprengt, als man glaubt. Aber zurück zum Thema. Ich bin auf der Flucht vor ein paar übereifrigen Amazonen. Der Weg ist versperrt und meine einzige Rettung ist der direkte Fluchtweg über einen tödlichen Abgrund und nicht hinunter. Was also tun? In einer solchen Situation muss man improvisieren. Man muss seine Umgebung ganz, ganz genau beobachten. Denn alles, jede Kleinigkeit kann einem das Leben retten. Ich zum Beispiel könnte dieses Seil benutzen, das hier zum Glück irgendjemand vergessen hat. Nämlich der hier. Jetzt mal theoretisch gesprochen, falls man nicht das Glück hat, dass jemand sein Seil hier im Wald vergisst, wie würde ich dieses Seil von der einen Seite der Schlucht denn auf die andere Seite der Schlucht bekommen? Ja, ganz einfach. Du befestigst es am Baum, seilst dich an dem Seil ab, gehst drüber, kletterst drüben wieder hoch, befestigst es am anderen Baum, spannst das Ganze, sinnvollerweise 2 bis 4 Mann, und dann kannst du es nutzen. Ich hätte noch ein paar andere Ideen, wie das Ganze funktionieren könnte. I don't care what you say anymore, this is my life. Go ahead with your own life, leave me alone. Meinst du, ich hätte mit einer dieser Methoden Erfolg? Nö. Rüber bekommst du das Seil vielleicht, aber gespannt wahrscheinlich nicht. Wenn das Seil jetzt hängt, mit was für einer Technik komme ich denn rüber? Da hast du verschiedene Möglichkeiten. Eine ist zum Beispiel, dass du dich mit den Händen am Seil hältst, die Beine auf das Seil legst und verkreuzt und dich dann am Seil entlang ziehst. Eine Technik, die mich an die 3-Finger-Faultiere Südamerikas erinnert. Auch wenn ich mir sicher bin, dort niemals ein Faultier beobachtet zu haben, das 105 Kilo wiegt. In der Tat sieht das etwas anstrengend aus und auch eher so, als sollte man das nicht über lange Strecken machen. Gibt es denn eine Methode, die etwas kräftesparender ist und vielleicht auch für schwächere Herrschaften geeignet ist? Ja, nicht nur für Schwächere, auch für uns. Wir sparen am besten an unseren Ressourcen, indem wir uns auf das Seil legen, ein Bein am Seil einhaken, das andere als Pendel hängen lassen und es dann auf dem Seil liegend vorwärts ziehen. Es wird Zeit für eine kurze Zusammenfassung. Sollten Sie auf der Flucht und gezwungen sein, eine Schlucht zu überqueren, beachten Sie folgende Punkte, um zu überleben. Versuchen Sie auf jeden Fall erst einmal einen Weg um die Schlucht herumzufinden. Sollte sich keine andere Möglichkeit ergeben und Sie rein zufällig ein Seil im Wald finden, nutzen Sie es. Keine Scheu, aber vorsichtig. Überqueren Sie die Schlucht auf dem Seil oder unter dem Seil? Ich jedenfalls habe mich für die etwas würdevollere Methode auf dem Seil entschieden. Und jetzt wird es Zeit. Zeit für Action, Drama und Hochspannung. Das schaut gut aus. Mmh.
demnächst jedenfalls. Franz? Ja? Was hilft eigentlich gegen Höhenangst? Die Höhe brauchst keine Angst davor haben. Ich habe auch eher Angst vor dem Boden. Na, geh rüber. Ja, genau. Los jetzt. Besonders wichtig bei dieser Technik, locker bleiben. Ein Bein dient als Pendel und verhindert das Runterfallen vom Seil. Meistens jedenfalls. Das andere Bein und die Arme dienen dazu, sich langsam, aber stetig voranzuarbeiten. Dann nur noch ankommen, absteigen, fertig. Jawohl! Ich hab's geschafft! Auf einem Seil, über einer Schlucht, auf der Flucht, vor einer Horde wilder Amazonen. Aber ich lebe und, oh Gott, ich bin so ein geiler Typ! Ich bin so ein geiler Typ! Den größten Fehler, den ein Mann heutzutage begehen kann, ist, sich sicher zu fühlen. Denn gerade hier mitten in Deutschland lauert die Gefahr wirklich an jeder Ecke. Nach einem langen Arbeitstag trinken wir in unserem gemütlichen Wohnzimmer eine leckere Pina Colada, schauen uns Filme an, rechnen mit nichts Bösen und dann das. Eine typische Situation, wie sie sich bereits tausendfach in deutschen Wohnzimmern zugetragen hat. Die Frage ist also, wie überlebe ich einen Würgeschlangenangriff? Immer wieder passiert es Menschen, dass sie unvorbereitet in solch Extremsituationen geraten. Zum Beispiel auf dem Dachboden, im Flugzeug oder im Hubschrauber. Der einzige Gedanke, den dieses Reptil hat, ist, es will sie töten, sobald es die Gelegenheit dazu hat. Oder? Nee, nicht wirklich. Ich werde also gerade von dieser knapp 4 Meter langen Würgeschlange angegriffen. Wie gefährlich ist das denn für mich? Im Grunde ist es lebensgefährlich. Sie ist durchaus in der Lage, dich umzubringen. Gut. Aber die Frage ist immer, hat sie gefressen oder hat sie Hunger? Gut. Wenn sie nicht gefressen hat und hat Hunger oder wenn sie sich von dir bedroht fühlt, dann wird sie dich angreifen. Das heißt, sie wird dich erstmal ordentlich beißen und versuchen, dich tot zu drücken. Ist dir das schon mal passiert? Mir ist das leider schon mal passiert. Ja, das war ziemlich unangenehm. Die Schlange hat nur meinen Arm wahrgenommen und hat ihn für ein Kaninchen gehalten. Und das war eine ziemlich unangenehme Sache, die mich 3 Monate Krankschreibung gekostet hat. Würgeschlangen sind die verrückten Freundinnen im Tierreich. Wenn sie dich einmal gepackt haben, wickeln sie dich ein und ziehen ihre Umklammerung mit jedem Atemzug fester zu, um dich dann mit Haut und Haaren zu verschlingen. Ein furchtbares Schicksal. Wie aber könnte man sich aus einer solchen Lage befreien und so vielleicht doch noch überleben, intensives Training vorausgesetzt? Und da wir gerade keine Anaconda hatten, mit der wir das Ganze hätten üben können, haben wir den hier angerufen. Unsere Anaconda Hans. Okay, Markus. Was wird passieren und wie kann ich mich gegen diese Bedrohung, die da auf mich zukommt, wehren? Im Grunde wird das Tier blitzartig auf dich zustoßen, wird sich an dir festbeißen und dich von den Beinen reißen. Im Grunde wie wenn dich ein Pferd tritt. Und dann wird sie jeden Zentimeter ihrer Körperlänge dazu einsetzen, in Schlingen um dich rumzukommen, weil sie will dich ja totdrücken. Und ja, letzten Endes, mit jedem Ausatmen, mit jedem Schreien, zieht sich diese Muskulatur enger und enger um dich zusammen. Ein höchst spezialisierter Körper hat ein paar Probleme. Der Druck in deinem Körper steigt maßlos an, bis dein Herz-Kreislauf-System aussteigt und du tot bist. Markus! Hans, hast du in deinem Leben schon mal gegen eine Würgeschlange gekämpft? Und ich meine nicht die in deiner Hose. Nein, zum Glück noch nicht. Aber die Angriffe von der Würgeschlange sind ganz, ganz ähnlich wie bei uns im brasilianischen Jiu-Jitsu. Gibt es denn bestimmte Punkte an meinem Körper, die ich entsprechend besonders schützen sollte? Ja, Brustkorb. Sie wird sich festbeißen, um den Brustkorb zu umwinden und zuzumachen. Und den Halsbereich. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Dann musst du als erstes versuchen, diesen Griff, diesen Biss zu lösen. Und das sieht dann so aus. Beherzt den Schlangenkopf greifen bzw. meine Hand, den Biss versuchen zu lösen und sich dann geschickt mit ebenso schlangenhaften Bewegungen aus der Umklammerung hinauswieseln.
Also eigentlich ganz einfach. Schritt für Schritt. Raus. Raus. Ich habe nur halbe Kraft gemacht. Greif mich an und ich werde deinen Angriff abwehren. Ich schütze also meinen Oberkörper und meinen Hals, bevor sich die Kampfanaconda um mich wickeln kann. Wer vermeidet, dass sich die Schlange über die Hüftgegend bewegt, hat einen Vorteil, um sich in Sicherheit zu bringen. Eine kleine Chance, einen solchen Angriff zu überleben, sollte also bestehen. Und, Markus, was für Chancen gibst du mir? Nicht so sehr viele, um ehrlich zu sein. Okay. Halten wir also fest, für den Fall, dass Sie oder ich von einer Würgeschlange angegriffen werden, beachten Sie folgende Punkte unbedingt. Wenn möglich, die Schlange meiden. Hals- und Brustkorb schützen. Den Biss lösen und mit gleichmäßigen Bewegungen sich aus der Umklammerung hinauswieseln. Aber selbst wenn Sie das alles schaffen sollten, eins ist ziemlich sicher, an einer richtigen Würgeschlange sterben Sie. In einer von Zombies verseuchten postapokalyptischen Welt geht die Bedrohung natürlich von solchen Typen aus. Zombies! Es gibt aber auch ganz andere Gefahren, die in einer solchen Welt auf uns lauern. Folgende Situation. Die Frage ist also, was mache ich, wenn mitten in der Apokalypse meine Vorräte aufgebraucht sind und ich nicht verhungern möchte? Im Fall einer möglichen Zombie-Apokalypse wäre das sicherlich das Worst-Case-Szenario. Ich bin dazu gezwungen, meine sichere Wohnung zu verlassen und etwas Essbares zu finden und würde möglicherweise doch verhungern, weil ich absolut nicht in der Lage dazu bin. Sepp, wärst du in der Lage dazu? Ja, das wäre ich. Ja. Zusammengefasst, wir haben keine Vorräte mehr, wir können niemanden um Hilfe fragen und einkaufen können wir sowieso nicht. Also eine hoffnungslose Situation, eigentlich wie immer. Was sollen wir denn jetzt tun, um nicht zu verhungern? Ja, verhungern müssen wir auf keinen Fall. Wir sammeln uns jetzt nochmal die essbaren Pflanzen, die es hier gibt. Und vielleicht haben wir noch ein paar Insekten dabei. Yummy. Also lasst uns überleben. Mutter Natur ist ein gut sortierter Lebensmittelladen, wenn man sich auskennt. Wenn nicht, dann nicht. Es gibt Müsli und hier gerade nichts. Es gibt Wurzeln und hier, ja, das ist auch gerade aus. Sogar eine Art Zapfanlage gibt es hier, um sich an Mutter Naturs Busen zu laben. Seid mal still. Ich glaube, ich rieche was. Und zwar das hier. Das hier riecht wie Knoblauch und schmeckt wie Knoblauch, ist aber Bärlauch. Dann hätten wir unseren Salat, oder? Ja, genau. So, dann fehlt uns eigentlich nur noch die Fleischbeilage. Was nehmen wir denn da? Ratte würde sich hier eignen. Ratte gibt's immer und überall. Wir könnten es mit einer Falle fangen, das verbraucht keine Kalorien. Ich würde sagen, wir fangen, versorgen und verspeisen eine Ratte. Also die drei großen Vs des Überlebens. Ja. Und zwar hiermit. Einem gelben Atommüllfass, das wir in einem Schrebergarten gefunden haben. Schlimm, schlimm, schlimm. Einer Plastikflasche, die 25 Cent Pfand wert ist. Und einem alten Nummernschild vom TÜV Süd. Das hier ist eine sogenannte Koloniefalle. Die funktioniert folgendermaßen. Unsere kleine Ratte riecht den Köder, der sich auf der Falle befindet. Sie kriegt Appetit, läuft hier hoch, um sich den schmackhaften Köder zu schnappen. Unser kleiner, gieriger Snack in spe läuft also den Rand des Fasses entlang, schnurstracks auf den Köder zu und dann, sobald es hier ist, dreht sich die Flasche. Die Ratte kann das Gleichgewicht nicht mehr halten und fällt rein. Aber der eigentliche Clou unserer Falle kommt jetzt. Unser kleiner Freund hier drin ist nämlich ein soziales Tier und wird nach Hilfe rufen.
Das heißt, er lockt andere Kameraden an, die wieder hier hochlaufen, wieder hier raufgehen und wieder reinfallen. So gesehen ist dieses ganze Ding nichts anderes als ein Snackautomat, der all diejenigen mit Nahrung versorgt, die die Postapokalypse überleben wollen. So, wir haben unsere Ratte gefangen. Es geht an das zweite große V des Überlebens, das Versorgen. Wie kriegen wir unsere Ratte möglichst schnell grillfertig? Indem wir sie häuten und ausnehmen. Du machst einen beherzten Schnitt ungefähr auf dieser Höhe durch die Haut. Okay. Und dann? Dann gehen wir mit den Daumen in die Haut, ohne die Unterhaut zu zerreißen, und ziehen das Fell nach vorne und hinten. Also quasi wie einen Handschuh auszuziehen, oder? Ja, genau. Oh mein Gott. Und ziehst sie so lange drüber. Ich habe meine Ratte gerade zerrissen. Kann man auch machen. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt die Bauchhaut aufschneiden, ohne die darunterliegenden Organe zu verletzen. Dann liegen die Gedärme offen da. Du kannst sie nach unten rausziehen. Und den können wir uns jetzt gut grillen. Barbecue. Okay, wie merke ich denn jetzt, dass die Ratte durch ist? Sie muss sehr gut durchgegart sein und das Fleisch muss sich in langen weißen Fasern von den Knochen ablösen lassen. Und das würde passieren, wenn ich eine Ratte esse, die nicht durch ist? Da könnte man schwer krank werden, von Durchfall bis Tod. Zeit für eine kleine Zusammenfassung. Viele Pflanzen sind essbar, man muss nur wissen, welche. Wer Hunger auf Fleisch hat, Ratten gibt es immer. Wenn ihr eine Ratte habt, häuten und ausweiden. Wenn ihr die Ratte grillt, achtet darauf, dass sie auch gut durch ist. Denn Durchfall ist das Harmloseste, was euch passieren kann. Sieht eigentlich ganz lecker aus, oder? Aber sag mal, bevor ich da jetzt reinbeiße, nach was schmeckt das denn? Naja, ungewürztes, gegrilltes Fleisch. Bisschen was von Wildholz, bisschen was von Innereien. Vielleicht zum Schluss, wenn man es runterschluckt, hat es irgendwas Fäkales. Das ist gar nicht so schlecht. Warum isst du denn eigentlich nicht? Ich glaube, gar nicht so starken Hunger. Und ich weiß auch warum. Er hatte nämlich einen Huhn in der Mittagspause. Und das war das Ende für heute. Denn die Gefahr lauert überall. Seien Sie also besser vorbereitet. Und überleben Sie nächste Woche Folgendes. Eine Nacht in einem Erlebnisschwimmbad.